Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zum Finale, auch wenn nicht zum letzten Part, aber definitiv zum Finale von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir sind beim Turm der Götter mit dem zusammengesetzten Triforce des Mutes, zeigen es den Göttern und werden hoffentlich Ganondorf damit fertig machen. Oh, was geschieht? Das Triforce, es verweilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du, der du den Wind befehligst, das Meer bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Held des Windes kennen. Link. Held des Windes. Geh! Geh nach Hyrule! Geh zu Zelda! Um Himmels Willen, geh mit Gott, aber geh! Beziehungsweise in dem Fall geh mit den Göttern, aber geh. Und genau das werden wir auch tun. Wir gehen. Wir beeilen uns. Retten alle. Jeden. Uns. Hoffentlich. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht so genau. Genau, ich brauche jetzt hier auch nicht mehr das Segel zu setzen oder irgendwo hinzuschippern. Ich gehe einfach von Bord und ja, guck mal, wo Zelda steckt. Muss mal kurz mir doch ein bisschen Musik anmachen hier, sonst höre ich gar nichts. Das ist ein bisschen komisch, so mit völlig leisem Spiel zu spielen. Und ich denke mal, wir können hier jetzt tatsächlich durch. Können wir hier durch? Ne, können wir nicht. Dammit! Okay. Sorry. In dem Fall müssen wir nochmal zurück. Hui! Oh, hier rein. Hier. Da, lauf! Link! Lauf! So, hier war doch was. Ah, da ist sie auch schon. Ich sehe sie. Zelda! Oh, süß. Du törichter Junge! Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich von nun an jedenfalls in. Genau, Ganondorf. Weil man kann sehr stark davon ausgehen, dass das hier Ganondorf ist. Hat Zelda in seiner Gewalt und das hier soll unsere letzte Ruhestätte werden. Und sieht ganz so aus, als sollten diese zwei Gegner dafür sorgen, dass wir dieses Schloss hier nicht mehr verlassen. Aber ich glaube, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Oh! Okay, ich habe irgendwas brannte. Und ich fürchte, das war ich. Okay, Moment. Dann kümmere ich mich zuerst mal um dich. So. Ja, Mist, der hat seine. Warum hat er seine Magie denn noch? Seine Magie. Warum hat er sein. Ja, es scheint nicht so einfach zu sein, denen hier die Rüstung abzunehmen. Aber gut, wenn man einen erstmal erledigt hat. Was ich noch nicht habe, wie ich gerade. Wo ist eigentlich. Ach so, ganz vergessen, da ich ja auch noch ein Schild habe. Das könnte tatsächlich hilfreich sein. So, jetzt aber. Jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. Und das ging deutlich schneller, als ich dachte, wiederum. Aber gut. Gegner erledigt.
war noch gar nicht mal so schwer. Ich meine, wenn ich gewusst hätte, dass ich ein Schild habe, Mensch, Kiddas, ich sag euch, ich hätte mich verteidigt. Das glaubt ihr gar nicht. Wir nehmen aber auch Sei. Wir nehmen uns einfach mal das Schwert hier mit. Ich bezweifle, dass wir es brauchen. Und gehen. Ich schätze, jetzt ist es Zeit, das Schloss hier in die andere Richtung zu verlassen, tatsächlich. Alle Schilde und Barrieren zu zerbrechen und Zelda zu retten, wo auch immer sie ist. Das Spiel sagt uns zum Glück, dass wir hier jetzt durch können und dann wird es natürlich auch Sinn haben, dass wir hier durchgehen. Deswegen mal gucken. Ich schätze mit dem Triforce, mit dem Triforce und dem heiligen Schwert hier, dem Master Schwert, können wir hier tatsächlich genau das, nämlich die Barriere durchtrennen, zerschlagen, und das sah auf dem GameCube ziemlich cool aus, deswegen. Also, ich meine, oh, passt schon. Definitiv nicht mehr wie heißt es? Breathtaking. Gott. Atemberaubend. Wie ich es in Erinnerung habe. Aber ich meine, für GameCube-Verhältnisse, also für damalige Verhältnisse, war das vielleicht auch deutlich erstaunlicher, als ich es in Erinnerung habe. Das kann natürlich auch sein. Kommst du denn? Ha, hab ich dich. Du kleines Ding, du. Aber ja, jetzt sind wir tatsächlich in Hyrule. Unter dem Meer. Ja, ich bin ganz froh, dass die Wassermengen nicht einfach auf uns zukamen, nachdem ich jetzt, beziehungsweise nachdem Link hier die Barriere durchbrochen hat, was durchaus eine Option gewesen wäre, dass hier einfach mit der Barriere auch das Wasser in die tiefsten Tiefen kommt. Aber ich denke mal, da gibt es irgendeine sehr gute Erklärung für, die ich jetzt einfach nur nicht mehr weiß, weil die Erklärung für mich ein bisschen länger her ist schon. Wer weiß, wann mal ein Detail genannt wurde, das das hier erklärt. Wahrscheinlich hat es auch mehr mit den Göttern zu tun, als tatsächlich mit dieser Barriere. Aber ich meine, man weiß es nicht. So, Klappe jetzt. Stirb, gib mir Items. Und Rubine. Vielleicht kriege ich die 3333 Rubine ja noch hin, um damit das Spiel zu beenden. Ansonsten, denke ich, sind wir hier nahe an Ganons Turm. Müssen allerdings erstmal noch so einen Gegner platt machen. Beziehungsweise das hier ist, glaube ich, nicht ein ganz so schwerer Gegner, wie wir sie gerade hatten. Tja. Ja, und hier habe ich zum Glück das Item hier schon. Das heißt, ich komme hier ohne Probleme rüber und ignoriere einfach mal die Fledermäuse, weil sie mich auch ignorieren. Oder auch nicht. Lasst mich in Ruhe. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. So läuft das hier. So, hier sind wir also in Ganons Kastell. Was auch immer jetzt ein Kastell ist. Ich bin mir sicher, jemand weiß es und kann mich in diesem Sinne aufklären. Abgesehen davon, dass ich es auch einfach googeln könnte, aber nicht hier, nicht jetzt. Ich überlasse das einfach mal euch. Und
Wir haben hier 4 Räume. 1, 2, 3, 4. Und einen Bossraum. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier alle 4 Räume betreten müssen. Deswegen, wer weiß, vielleicht machen wir hier an dieser Stelle auch einfach nochmal eine kurze Pause. Und gehen durch die Räume danach im nächsten Part. Aber das werden wir sehen. Ihr werdet es sehen. Und ich gehe auf jeden Fall erstmal zu dem hier. Von daher...